This video is the talk at the Messekongress IT für Versicherung. Even for German, a long name. I talked in front of a lot of senior decision makers of the German-speaking insurance industry how to use digital transformation as an opportunity to grow. No. I'm not talking about this 1, 2, 3 or 5%. I'm talking about real growth. But be aware, this talk is in German. Warum sich das hier anschauen? Ich scoute digitale und Technologietrends rund um die Welt, um sie euch zu bringen. Und ich habe viele Unternehmen geholfen, Ökosysteme digitaler Produkte und Services aufzubauen und ihre Reichweite über Attention Hacking auszubauen. Gut, ich darf jetzt den nächsten Redner ankündigen, Dr. Robin Kierer. Kommt aus dem Versicherungsbereich, hatte langjährige Erfahrung im Vertrieb, als auch in der Leitung von IT-Projekten. War dann beteiligt, beteiligt ist vielleicht das falsche Wort, hat ein Startup mit aufgebaut, was im Endeffekt, glaube ich, Robin, kommst du zu uns? Jo. 1200 Mitarbeiter hatte und Umsatz, muss ich gucken, 200 Millionen. Genau. Schade, du warst leider daran nicht beteiligt. Nee. Deswegen hat er heute noch Zeit gefunden, hier bei uns aufzutreten. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Du bist bekannt als provokanter Vorlenker, könnte man vielleicht sagen, und nennt sich selbst als Thought Leader, Influencer der Versicherungswirtschaft. Und ich freue mich auf ein paar provokante Thesen. Alles klar, vielen Dank. Ja, ich knüpfe auch gerne an den vorhergehenden Vortrag an. Das Thema Unternehmenskultur ist, glaube ich, sehr wichtig. Gutes Beispiel, die IT von Leipzig waren so nett, auch zwei Freunden von mir Freitickets zu geben, die beim großen Versicherer in Leipzig arbeiten. Und sozusagen dann zwei Leute aus der Linie wollten sich fortbilden, wollten sie alle mal treffen, auch so ein bisschen inspirieren lassen. Aber die Vorgesetzte haben gesagt, nein, das dürft ihr nicht. Hier dürfen nur Führungskräfte hin und haben den verboten, hier hinzukommen. Also da leben wir noch im Jahr 2018. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen nochmal die Vorrednerinnen, die Aussagen da dramatisch unterstreicht. Zu Beginn, bevor es richtig losgeht mit der wilden Fahrt, habe ich drei Fragen mitgebracht. Wer von Ihnen hat schon mal eine Unterkunft über Airbnb gebucht? Okay. Wer von Ihnen ist schon mal mit einem Uber gefahren? Okay. Und meine letzte Frage, wer schaut regelmäßig Netflix? Ha, okay, das erklärt, warum die Aktien so nach oben gehen. Was ich wahnsinnig faszinierend an diesen drei Unternehmen finde, ist, eigentlich hätte Airbnb nicht von Außenstehenden erfunden werden müssen. Eigentlich hätte Airbnb von Marriott, Hilton oder Steigenberger erfunden werden müssen. Und eigentlich hätte auch Uber nicht von Silicon Valley entwickelt werden müssen, sondern eigentlich von Europcar, den Taxizentralen oder einem deutschen Autobauer entwickelt werden müssen. Und Netflix hätte eigentlich ARD, ZDF oder auch Cineplex oder andere Kinos erfunden werden müssen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass eben nicht traditionelle Unternehmen sind, die erfunden haben und entwickelt haben und damit quasi die Märkte aufrollen, sondern Außenseiter. Und das ist die größte Gefahr, die ich persönlich sehe, ist, das waren jeweils Industrien, die zu dem Zeitpunkt der digitalen Disruption sehr erfolgreich waren. Und Erfolg macht bequem und Erfolg macht zufrieden. Und das ist, denke ich, die große Gefahr, die es eben daran sehen können, dass Leute von außen da reinkommen. Und ich denke, Unternehmen wie Kodak, Quelle und Co. können ein Lied davon singen, wie das dann eben enden kann. Und mein Vortrag geht so ein bisschen darum, wie man das eben als in der Versicherungswirtschaft vielleicht vermeidet. Ja. Das bin ich, das ist Prinz William, mit ihm habe ich zwei wunderbare Sachen gemeinsam. A, eine wunderbare Frau und B, sind wir beide 1982 geboren, das heißt, ich bin 36 Jahre alt. Wichtig über mich zu wissen ist, ich kenne mich mit Krisen aus, ich bin nämlich HSV-Fan. Das Zweite tatsächlich, wurde ja schon gesagt, ich habe sowohl im Vertrieb gearbeitet, das heißt, ich weiß, wie so ein Wohnzimmer in Deutschland von innen aussieht, aber auch in IT-Projekten bei großen und kleineren Versicherern. Meine Station beim Startup war bei Good Game Studios. Das ist ein Online-Gaming-Unternehmen. Das Faszinierende daran ist, dass sie Software herstellen, die dem Kunden kostenlos zur Verfügung stellen und trotzdem geben diese Kunden hunderte Millionen Euro freiwillig überweisen an die Firma. Und was das mit uns zu tun hat, komme ich auch gleich noch dazu. Ja, was ist Digital Scouting oder was ich schon gesagt habe, ich spreche auch ab und zu zum Thema Digitalisierung rund um die Welt und bin auch auf Social Media aktiv
Und wir haben mittlerweile 50.000 Follower und eine monatliche Reichweite von bis zu 17 Millionen. Was machen wir denn eigentlich hinter den Kulissen? Was ist sozusagen unsere Sache? Wir werden häufig gefragt, wenn Versicherer und Banken sagen, wir brauchen digitale Produkte und Services, die Kunden auch verwenden und benutzen. Wie kann man die denn bauen? Und da wir halt ein bisschen Erfahrung damit haben, werden wir da häufig eingeschaltet. Das zweite sind so Ad-Hoc-Themen wie Mediation. Ich weiß nicht, Lemonade hat der WeFox verklagt, da haben wir unseren Beitrag zugeleistet, dass das aus der Welt kommt. Oder auch Investments, chinesische Investoren fragen, was hältst du denn von folgenden Startups und wollen wir da reingehen oder nicht? Und da helfen wir ein bisschen. Was wir auch machen, was man am meisten kennt, ist die Medienseite. Wir sagen, Leute, ihr müsst rausgehen, eure Geschichten erzählen, auch gerade als IT, und zeigen, was ihr alles gemacht habt in den letzten Jahren. Und da helfen wir, das eben in neuartigen Methoden zu machen. Aber sozusagen, das ist der Werbeteil vorbei. Wer wäre besser geeignet, oh, jetzt ist die Florie schon da, nur gut. Aber wer wäre besser geeignet, etwas zum Thema IT, Digitalisierung und Versicherungswirtschaft zu erzählen, als meine Oma? Und zwar, meine Oma ist vor wenigen Tagen 96 Jahre alt geworden und ich habe ihr mal erzählt, was wir denn so alles so machen, auch gerade im Produktbereich. Wir entwickeln Algorithmen und Logiken und Conversion und UX, UI und die ganzen Sachen. Und sie hat eine sehr freundliche alte Dame und hat das auch sehr freundlich zugehört und meinte dann, Robin, du weißt schon, als wir damals aufgewachsen sind, gab es in unserer ganzen Stadt kein Auto. Sondern wir mussten in die nächstgrößere Kreisstadt fahren, um ein Auto zu sehen. Also warum sage ich das? Ich sage das, das zeigt doch einmal, dass innerhalb von nur zwei Generationen es gigantische Veränderungen in unserem Leben gegeben hat. Wer von Ihnen wird in den nächsten 15 Jahren in den Ruhestand gehen? Okay, geplant. Ich werde es auch nicht keinem Chef sagen, wenn es nicht ungeplant ist oder vorzeitig, okay. Nein, also, warum sage ich das? All das, was wir über das hier reden, Facebook, Tencent, Social Media, Startups, Insurtechs, all das sind Themen, die es vor 15 Jahren nicht gab oder nicht signifikant waren. Was heißt das? Das heißt, dass selbst für alle, die sozusagen schon den Ruhestand vor Augen haben, sich mindestens alles noch einmal ändern wird. Reden wir über die Meta-Effekte auf die Versicherungswirtschaft. Das sehe ich vier Dinge. Da wissen Sie selbst, die Kundenbedürfnisse verändern sich. Sie sind gewohnt, bei Amazon sofort alles ersetzt zu bekommen. Dann warten die halt nicht 8 Wochen auf die Bearbeitung eines Schadens oder länger auf die Bearbeitung eines Antrages. Wir haben die Explosion von Daten, von den ersten entzifferbaren Hieroglyphen in der Linear B-Schrift vor 10.000 Jahren bis zu meiner Kamera, zum Beispiel da, die jetzt gerade was aufzeichnet. Wenn man all diese Daten, die die Menschheitsgeschichte jemals generiert hat, wenn man die zusammenzählt, 90% dieser Daten sind in den letzten 1,5 Jahren angefallen. Und man muss nicht Träger der Fields-Medaille sein, um zu wissen, wenn wir eine Industrie haben, die massiv auf Datenanalyse beruht, Schadendaten, Sterbetafeln, dass das eben einen massiven Effekt eben auch auf unsere Industrie haben würde. Und da stehen wir noch, glaube ich, ganz am Anfang. Acceleration of Adaptation von Beschleunigung. Wir sehen eine Beschleunigung von neuen Technologien. Das Auto brauchte, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen, 62 Jahre. PayPal 5, Facebook 3, Twitter 2 Jahre und Pokémon Go 19 Tage. Das zeigt die Beschleunigung, die wir hier sehen. Was wir auch sehen, ist, dass das eigentlich in vielen Industrien, auch in dem Versicherungsbereich, die Markteintrittsbarrierden sich dramatisch absenken. Wer von Ihnen kennt Carina Garcia auf Instagram? Jemand? Vielleicht mit kleinen Kindern? Nein? Das ist eine 23-jährige Ex-Kellnerin, die auf Instagram Millionen verdient mit dem Verkauf von buntem Schleim. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, dass das Internet und die Durchdringung des täglichen Lebens mit internetfähigen Devices dafür sorgt, dass sozusagen solche Storys überhaupt möglich sind. Und das hat auch Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft. Dann habe ich häufig, ich nehme ja auch an Hintergrundgesprächen häufig teil, und da wird gesagt, Herr Kira, das ist ja alles wunderschön, was Sie erzählen, aber was hat das denn eigentlich alles mit meinem Unternehmen zu tun? Die Umsätze sind stabil, Profitabilität, naja, es könnte sogar, teilweise wachsen die sogar. Und dann sage ich, das war alles schön und gut, aber lass uns doch mal deine Kundenbestände angucken. Und meistens wette ich eine gute Flasche Wein da drauf. Ich habe einen ziemlich großen Weinkeller mittlerweile. Da wette ich darauf, sag, okay, lass uns mal die Daten tiefer angehen gucken. Lass uns mal deine Kundenbestände angucken. Lass uns sagen, da sind zwei Sachen, die wir feststellen. Die erste Sache ist, dass meistens die demografische Zusammensetzung sowohl des Bestandsgeschäfts als auch des Neugeschäfts dramatisch abweicht von der demografischen Durchschnitt in Deutschland.
Das heißt, wir haben dramatisch über jener Versicherer ist ein bisschen unterschiedlich, aber dramatisch überaltete Bestände und auch das Neugeschäft ist nicht mehr sozusagen die Verjüngungskur wie früher. Das Zweite, was wir sehen, ist auch eine sozioökonomische Struktur, dass eben vor allem die Wohlverdienen, Gutverdienen, die obere Mittelschicht in vielen Bereichen unterrepräsentiert ist. Und das hat übrigens auch einen Effekt auf die Schadenkostenquote, weil das häufig sehr gute Risiken sind, junge und eben darüber hinaus zweite Gruppe Vermögende. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite fehlen uns bei Versicherern junge, gut ausgebildete Kunden und vermögende Kunden. Auf der anderen Seite, ich war letztens bei einem Versicherer, und dann dachte ich, als ich in hatten wir so ein Meeting und danach, dann bin ich danach in die Cafeteria und dachte wirklich, komm, das ist ja sehr nett, das ist ein super netter, sympathischer Versicherer, weil heute ist ja der Tag, an dem die ehemaligen Mitarbeiter eingeladen werden. Und dann habe ich ja so auch gefragt, so ist ja nett, dass ihr solche Aktionen macht, ist heute der Tag? Und dann meinten die, nee. Das heißt, meine Assoziation war sofort, dass ein ehemaliger Mitarbeiter, das war bei der Belegschaft. Das heißt, wir haben nicht nur eine Überalterung der Bestände, wir haben auch in vielen Bereichen Überalterung der Belegschaft. Das muss nicht immer schlecht sein, nur wer soll denn die digitalen Produkte und Services und die neuen Geschäftsmodelle bauen für die Kundschaft, für Vermögende und für junge Kunden, die wir jetzt gar nicht mehr haben. Also da haben wir zwei Riesendinge und das ist beides ein Effekt des Internets, nämlich die beiden Kundengruppen sind die, die sich selbst kümmern und woanders gucken und die Belegschaft, die jungen Leute, ist immer schwieriger, das werden Sie mit der Abteilung auch sehen, dass die für uns anfangen wollen zu arbeiten. Das heißt, das Internet, das sehen wir jetzt schon, greift unsere Existenzgrundlage an. Ja, schlechte Nachrichten, das Internet geht nicht mehr weg. Und all das, was ich bisher gesagt habe, das ist nicht so, der Kira hat sich wieder was überlegt, sondern das sind Fakten. Das sind Fakten, da gibt es unzählige Arten von Studien, die belegen, wie quasi das Internet in Kundenbestände einbricht, wie die Kundenverhalten sich verändern. Und wie gesagt, das ist nicht Meinung, sondern sozusagen Realität. Aber die große Frage ist, wie darauf reagieren. Und wir können uns ja mal andere Disruptionen angucken. Zum Beispiel, als die Ozeanschifffahrt disruptiert worden ist durch die neu aufkommenden Flugzeuge. Und in dem Zeitpunkt investierten die Reeder gigantische Summen darin, die bestehenden Ozeanriesen zu optimieren. Am Ende ihres Lebenszyklus als Industrie hatten wir auf den Ozean die effizientesten, größten und schnellsten Ozeandampfer aller Zeiten. Und wie reagierten die Reeder? Erst machten sie sich über Flugzeuge lustig und dann experimentierten sie damit herum, aber keiner investierte signifikant da rein. Und das führte eben dazu, dass die meisten Personenschifffahrtslinien eben pleite gingen. Meine Frage an Sie ist, was würden wir heute, 100 Jahre später, den Reedern raten? Investitionen in die Dampfschiffe? Oder in massive Investitionen in Flugzeugtechnologie und neue Flugzeugunternehmen. Und meine Frage an Sie auch ist, was werden unsere Urenkel in 100 Jahren über uns heute sagen? Was quasi schreien Sie jetzt gerade an uns an? Was sollten wir heute tun? Optimierung der Dampfer? Ja. Was macht man, wenn man am Strand steht und ein Tsunami rollt auf einen zu? Was würden Sie machen? War jemand letztens im Urlaub oder kommt er noch? Okay, also ich höre häufig, wird gesagt, wegrennen oder auf ein Surfboard steigen und Welle reiten, das ist alles wunderbar. Ich habe manchmal aber den Eindruck, dass wir die Entscheidungsträger in Versicherungsunternehmen in vielen dastehen vor ihrer Sandburg und sagen, ein Tsunami rollt auf uns zu und sagen, nein, 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 das geht uns nichts an. Wir haben die Regulatorik, die beschützt uns. Unsere Sandmauer ist ein bisschen die von Herrn Retail, Buchhandel, Kino, Filmverleih und so weiter und so fort. Und unsere Kunden wollen das auch gar nicht. Das wird uns nicht betreffen. Außerdem schau doch, die Sandburg ist doch noch trocken. Und häufig hat das damit zu tun, meiner persönlichen Meinung nach, dass es so eine romantische Sicht auf Technologie gibt. Gerade in Deutschland haben Entscheidungsträger häufig eine romantische Sicht auf Technologie. Warum? Weil sie dann auch häufig sagen, wie viel sie bedauern, dass die Kinder und Enkel so viel am Handy rumspielen, das ist ja alles nicht mehr so wie früher. Und sozusagen eine romantische Sicht, und sie verwenden das auch gar nicht selber. Oder heute in vielen Fällen. Auch im IT-Bereich ist gerade was echt krass. Und dann sage ich, meine Frau mag da widersprechen, ich bin ja auch ein Romantiker. Ja, wenn Sie mich als romantische Person fragen würden, was sollten Ihre Marketingvorstände und Marketingkollegen mit Ihrem ganzen Marketingbudget machen, habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Wir geben das alles dem HSV, steigen auf, werden es erstmal seit 1983 wieder deutscher Meister, gehen auf den Rathausplatz, haben die größte Party des Jahrzehnts und freuen uns. Ah, da ist einer, nur der HSV. Genau. So, das ist meine. Aber was soll ich damit sagen? Das ist eine romantische Sicht. Rational macht das keinen Sinn, das ist verschwendetes Geld.
Und ich sage, wenn man Technologieentscheidungen basiert, sollte man das nicht aus einer romantischen Sicht machen oder einer persönlichen Meinung, sondern knallhart auf die Fakten gucken und dann sieht man eben diese Veränderung. Es gibt 4 Player am Markt. Insurtech-Startups, seit 2012 sind über 10 Milliarden Euro in Insurtech-Startups investiert. Da sind ein paar Ernstzunehmende dabei, sind ein paar Enabler dabei. Da werden wir mal sehen, was da passiert. Aber einen übersehe ich da noch nicht. Das Zweite, was wir sehen, sind die Tech-Giganten. Hat man auch erst belächelt. Und jetzt sind sie in vielen Märkten schon im Banken- und Versicherungsbereich rein. Amazon bereitet gerade seinen Gang vor, gründet gerade einen Krankenversicherer in den USA, hat einen riesen Insurtech in Indien gekauft und hat in London ein Büro mit fast 100 Leuten eröffnet, wie man munkelt. Die sich nur Versicherungsthemen wünschen. Und ich glaube, ich habe zumindest mal gehört, dass sie auch in Deutschland mal so beim einen oder anderen Versicherer angekloppt haben. Ich gucke jetzt mal nicht in die Gesichter, wo das genau war. Also, das ist gefährlich. Warum sind diese Jungs so gefährlich und Mädels? Die sind so gefährlich, weil sie schon Industrien disruptiert haben. Man muss sich das so vorstellen, die setzen sich zusammen und sagen, okay, jetzt haben wir Video fertig gemacht und das unsere Umsatz- und Profitabilitätsströme nach unsere Konzernzentralen gelenkt. Welche Industrie nehmen wir uns als nächstes vor? Und dann gibt es gewisse Vorschläge und Pitches und dann gehen die da systematisch rein. Das haben die schon fast schon dutzendfach gemacht. Das ist schon mal gefährlich. Und das Zweite, was gefährlich ist, dass die auch sich selbst disruptieren. Als der Kindle entwickelt worden ist von Amazon-Ingenieuren, kamen die zu Bezos, haben gesagt, das ist eine super Technologie, aber du weißt schon, dass das deinen Buchhandel zu dem Zeitpunkt 90% des Umsatzes zerstören wird. Und dann hat er gesagt, lieber ich zerstöre das und baue das Neue, anstatt dass das andere machen, weil irgendjemand wird es machen. Und deswegen sind sie so gefährlich, weil wir als Versicherungsindustrie jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, uns selbst zu disruptieren oder eben andere. Ein riesengroßes Fragezeichen habe ich hinter dem Rückversicherer. Ich mache auch ein bisschen was mit denen zusammen, aber vielleicht um so eine Story zu erzählen. In einer Konferenz in San Francisco vor einem Jahr, ein sehr, sehr dunkler Saal mit so runden Tischen, irgendwie der Geruch der Hochzeit von der Nacht vorher war da noch drin, saß ich an einem Tisch mit zwei Leuten aus Europa. Ein Direktversicherer, ein Erstversicherer. Sagt der Erstversicherer zum Rückversicherer, weil ständig alle Startups auf der Bühne waren und erzählt haben, wie toll sie mit vor allem deutschen und schweizerischen Rückversicherern zusammenarbeiten. Sagt er, du Herbert, jetzt mal allen Ernstes, seit 100 Jahren arbeiten wir positiv zusammen und jetzt unterstützt ihr unsere Konkurrenz. Das finde ich ja nicht gut. Und dann sagt der Rückversicherer, naja, wir bauen uns die Kundschaft der Zukunft auf, wir glauben nicht, dass ihr es schafft. Und Rückversicherer haben tief genug Taschen, wenn sie das wirklich spielen wollen, das vernünftig zu tun. Diese Diskussionen finden intern statt. Ja, aber es gibt auch einen positiv in 4 Player. Natürlich gibt es noch die Incumbents, die sozusagen die Versicherer von heute. Da gibt es auch in Deutschland vor allem kleinere Player von sehr seniorigen Leuten geführt, wo die sagen, ich habe schon meine Karriere hinter mir, jetzt versuche ich es nochmal zu reißen. Oder von Jüngeren, die Verantwortung haben, die sagen, ich muss ja noch 20 Jahre lang mein Amt bekleiden, jetzt muss man ein bisschen Gas geben. Und da gibt es im deutschen Markt ein paar kleinere Player. Aber vor allem, was mir auffällt, eben kleinere Player, die es einfach probieren oder in Nischen unterwegs sind. Na? Genau, aber große Preisfrage ist natürlich, was tun? Ich bin auch häufig bei Pitches dabei, gerade von Management Consultants, wo ich dann ein kleines Mäuschen spiele und dann danach sagen soll, was ich davon denke, bei Pitches oder bei Abschlusspräsentationen. Und eins nach einem solcher Pitch-Präsentation meinte der Vorstand dann zu mir, so Robin, du hast ja gesehen, unser Projektportfolio, was wir alles schon machen, wir sind doch schon voll digitalisiert. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, lass uns aber mal dein Projektportfolio, gerade im IT-Bereich, mal durchgehen, mehrere 100 Millionen Euro schwer. Was haben wir rausgefunden? Und dann habe ich gedacht, ich male mal eine Matrix. Management Consultants lieben ja Matrix. Dann habe ich gedacht, ich male jetzt auch eine. Und da haben wir Geschäftsmodell und Technologie. Wir haben beides das Alte. Da oben ein bisschen neues Businessmodell, hier ein bisschen neue Technologien. Da oben sozusagen der heiße Scheiß. 95% seines mehrere 100 Millionen Euro schweren Budgets waren im same old, same old. Und was ich ihm gesagt habe, oder wenn ich generell sage, wenn ihr euer Geld in diesem Bereich bindet, dann befindet ihr euch in der Zone des Todes. Weil nämlich kein Geld mehr und keine Ressourcen mehr da sind, um sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Und das ist wirklich dramatisch. Und wenn ich jedes Mal einen Euro kriegen würde für die Erwähnung eines riesen Digitalisierungsportfolios, wo 80-90% des Geldes in alten Themen gefangen sind, dann müsste ich hier nicht mehr auf der Bühne stehen. Nein. So. Wer von Ihnen hat sich, oder was schätzen Sie, kostet, wenn man sich einen Neuwagen kauft in Deutschland, ein Navigationssystem? Was schätzen Sie?
Okay, die sind inkludiert in den Geschäftswagen. Also ungefähr zwischen 3.000 und 7.000 Euro kostet ein Navigationssystem. Ja? Das zweite ist, wer von Ihnen benutzt Google Maps regelmäßig oder Waze? Na, da gibt es einen großen Unterschied zwischen fast keinen und fast allen. Warum? Warum sind die so erfolgreich? Weil die geben ihr Kernprodukt an den Endkunden kostenlos. Und trotzdem machen sie sehr viel Geld. Wie machen sie das? Sie generieren so viel wie möglich Kunden, die ihre Produkte regelmäßig benutzen. Und wenn dann eine Industrie an diese Kundschaft ran möchte, dann halten sie die Hand auf. Ich denke, jeder, der im Kfz-Bereich unterwegs ist, im Jahresendgeschäft, kann ein Lied davon singen, wenn die Google-Preise da explodieren. Und ich sage immer so, die einen wachsen um Milliarden, die anderen fürchten um sie. Und ich denke, von dem Prinzip kann man sich aber auch was abgucken. Wer von Ihnen hat Kinder, wenn ich fragen darf? Okay, sehr schön. Ich auch. Haben Sie ja gesehen, das Foto mit meiner Oma, meiner Tochter, meiner Frau. Ich sage immer, liebt eure nicht eure Produkte, da meine ich sowohl die IT-Produkte als auch die Versicherungsprodukte, sondern euren Kunden. Achtung, ja, kundenzentriert hat das jetzt, müsst ihr eigentlich 5 Euro in die Phrasenkasse werfen. Aber ich erkläre auch, warum, da hoffe ich, lassen Sie mir die 5 Euro. Was sage ich hier? Liebt euren Kunden nicht euer Produkt. Ein großer Makler, mit dem ich ab und zu was zusammen mache, mit dem habe ich das diskutiert und der meinte mir, was meinst du eigentlich damit? Ich habe gesagt, okay, als deine Tochter gerade geboren wurde, hattest du 1 Million Fragen. Wen hast du eigentlich gefragt? Und hat er gesagt, Google, Facebook, Google, Familie, und Freunde. Und habe ich gesagt, du hast keinen Versicherer gefragt, wann sie ins Bett muss, welches Bettchen zu kaufen ist, wie sie ernähren muss. Und habe ich gesagt, nee. Und ich denke aber, das ist ein Riesenthema, weil Versicherer sind eigentlich Babyexperten. Und wir sind nicht nur Baby-Experten, wir könnten aufgrund unseres Wissens in der Haftpflicht, in der Unfall, in der Krankenversicherung unendliches und auf der Riesenexpertise, die wir in den Häusern haben zu jedem Fachthema, könnten wir dieses Wissen, was wir eigentlich haben, unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und zwar kostenlos zur Verfügung stellen. Und wir sind ja nicht nur Baby-Experten, also wir sind Experten für Finanzierung, für das Thema, für andere Lebensereignisse wie Hauskauf, Autokauf, Vermögensbildung, Heirat, Erbschaft, Übertragung von Unternehmen auf die nächste Generation, Jobwechsel, Beförderung, Unternehmensgründung, Scheidung, Ruhestand, die Liste ist endlos. Auch wir als Versicherung könnten eben uns sozusagen in die Kundenschnittstelle setzen und dem Kunden diese Produkte geben. Und der Trick ist es, wenn wir wirklich das Endlevel erreichen wollen, wenn wir es schaffen, mit unseren digitalen Produkten in die 10 Routinen des Tages der Kunden zu kommen und zu sagen, okay, die sagen nicht mehr E-Mails checken, sondern nehmen sie den Namen ihrer Firma, App checken. Und das ist sozusagen, dann sind sie ganz nah dran. Weil die Idee ist, glaube ich, und was man tun kann, ist ja das Thema, was kann man tun, die Herzen, Hirne und Homescreens der Kunden zu erobern mit Produkten, die sie wirklich verwenden. Na? Ich glaube, ich muss noch hier. Vielleicht ein Thema zum Thema Expansion und Management Consultants. Ich bin auch, wie gesagt, häufig da und dann häufig wird empfohlen, fokussieren Sie sich auf die Kernkompetenz. Fokussieren Sie sich und fokussieren Sie auf das, was Sie sehr gut sind. Dann sage ich immer, ja, das haben andere Leute in den disruptiven Phasen in ihren Industrien auch immer gemacht. Und das waren die als erstes out of business waren. Was ich mich immer frage, und das ist sozusagen meine Zeit auch im Vertrieb, wir verkaufen das Schwierigste. Man kann unsere Produkte nicht essen, nicht trinken, nicht Probe fahren. Keiner ist stolz darauf, wenn er sich für 150.000 Euro eine Kapitallebensversicherung gekauft hat. Kauft er sich für 50.000 Euro das Auto, dann gibt es eine Runde Bier bei den Freunden. Aber bei unseren Produkten irgendwie nicht. Und trotzdem verkaufen wir diese Produkte in Massen. 200 Milliarden pro Jahr. Und was ich wahnsinnig faszinierend finde, ist, warum verkaufen wir eigentlich nur den schweren Kram? Warum verkaufen wir nicht eigentlich auch andere Dinge? Warum, wenn wir das Lebensereignis eines Kindes kriegen, nehmen, warum empfehlen wir nicht eigentlich den Kunden aufgrund von diversen Statistiken und Inhalten, die wir wissen, zum Beispiel über Unfallstatistiken mit gewissen Kinderbettchen, empfehlen wir nicht eins und dann, wenn die nämlich die Leute, die das bereitstellen, an uns ran wollen, sozusagen dann eben dem Kunden da sozusagen die Hand aufzuhalten. Ich werde hier vielleicht noch eine Sache, und das tun wir uns, glaube ich, gerade als Versicherung und als IT sehr schwer. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man eben etwas tut und wenn man etwas probiert, ich glaube, ganz wichtig auch das zu teilen. Zu teilen, warum macht man das? Ich meine sowohl die Informationen, die man dem Kunden geben kann, teilen kann, als auch sozusagen die Story, wenn man selbst sich digitalisiert. Ich möchte gar nicht so weit darauf eingehen, weil ich ja auch schon hier auf der Bühne wieder bist. Vielleicht noch ein Wort hierzu oder zwei Wörter noch. Wir als Versicherer, oder vielleicht eine Frage, wer von Ihnen spielt Poker? Ein paar. Was macht man, wenn man weiß, dass man am Tisch die höchstwahrscheinlich die beste Hand hat?
All-In gehen, habe ich gehört. Und ich manchmal, wir sitzen mit Insurtechs, mit Rückversicherern und mit Technologiekonzernen am Tisch und ich manchmal, wir haben noch die beste Hand, aber wir gehen nicht All-In, sondern wir schmeißen unsere Karten hin und sagen, okay, wir überlassen den anderen das Feld. Und das finde ich wirklich dramatisch. Vielleicht das nur ganz kurz. Die Frage ist natürlich, was können Sie hier von heute mitnehmen? Und meine Bitte ist sozusagen, können Sie vielleicht jetzt gleich auch die Handys raus oder die Notizzettel benutzen, sich aufschreiben, was nehme ich heute hiervon mit, von der ganzen Veranstaltung natürlich, was kann ich morgen machen, was können wir diese Woche machen und was können wir das nächste Jahr 2019 machen. Als letztes, was haben diese drei Garagen gemeinsam? Diese drei Garagen sind die Gründungsorte von drei bekannten Internetkonzernen. Und ich bin mal so mutig und sage, keiner von uns hier heute arbeitet in einer Garage. Mag vielleicht das Büro so aussehen, zumindest wenn es meins wäre, ja, aber es ist faktisch keine Garage. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Ausgangsvoraussetzungen von uns heute hier sehr viel besser sind als die Ausgangsvoraussetzungen, als diese drei Megakonzerne gegründet worden sind. Und wie gesagt, wir sind Teil einer enormen Umwälzung, habe ich am Anfang darüber geredet. Ex-Kellnerinnen verdienen Millionen, Studienabbrecher bauen milliardenschwere Konzerne und aus Garagen entstehen die wertvollsten Unternehmen der Welt. Und was ich manchmal sage, ist, stellen Sie sich mal vor, wir würden in Unternehmen arbeiten, die Macht und Ressourcen hätten eines Millionen- oder milliardenschweren Unternehmens. Was könnte man dann da gemeinsam erreichen? Und vergessen Sie alles, was ich bisher gesagt habe. Vergessen Sie alles, was Sie heute gehört haben. Das Einzige, was ich möchte, dass Sie von hier heute mitnehmen, ist, überlegen Sie sich und hören Sie auf das, was unsere Urenkel in 100 Jahren zu uns heute sagen würden, was wir tun sollen. Vielen Dank. Ja, Robin, vielen Dank für deinen spannenden Einblick in die Zukunft. Es gibt eine Frage, die da auf unserer App, die möchte ich gerne dir gleich stellen. Ab wann spricht man von Disruption und was ist eigentlich Disruption? Natürlich, wenn man, keine Ahnung, in eine Stadt geht, wo Uber gerade neu eingeführt worden ist und plötzlich sieht man von einem Tag auf den anderen keine Taxis mehr, sondern jeder verwendet Uber und der Umsatz massiv zusammenbricht. Das ist natürlich eine Disruption der dramatischsten Form. Im Versicherungsbereich denke ich, sich zwei Beispiele. Erstens die demografische Struktur und sozioökonomische Struktur unseres Neukundengeschäfts. Wenn wir halt einfach nicht mehr die Breite der Gesellschaft bekommen, sondern quasi da attraktive Kundengruppen an andere Leute verlieren, die direkt auf die zugehen und vielleicht bessere Produkte und Services bieten. Das ist auch dramatisch. Das ist so, das merken wir jetzt noch nicht, weil das Altgeschäft uns noch rettet. Aber lass uns mal 15 Jahre abwarten, dann kommt das nur mit Niedrigzinsphase zusammen. Das ist dramatisch. Dann das andere ist die Combined Ratio, also die Schadenkostenquote. Da sind wir auch mal stolz. Weil ich bei der DKM fand ich auch ganz spannend, dass da Unternehmen gibt, die irgendwie die da Verluste machen und trotzdem Riesenstände für 100.000 von Euros hinstellen. Scherz am Rande. Aber was ich da sehe, ist, da sind wir schon stolz, wenn wir 85%, 90%, 92% haben. Ich war jetzt in Israel und habe da einen Versicherer gesehen, der eine Ausgründung gemacht hat und die Algorithmen lassen die über die Antragsannahme drüber laufen und die haben ihre Combined Ratio, ihre Schadenkostenquote im signifikanten Bereich, auch mit mehreren 10.000 Verträgen, Neukunden, haben die geschafft, von 98% auf 54% zu senken. Wenn das hier in Deutschland nur einem gelingt, der seine Schadenkostenquote aufgrund von Technologie auf 54% senken kann, kann er den Preis auch senken und dann ist das neue Geschäft weg für die meisten. Und das wäre Disruption. Okay. Gibt es auch zum Publikum noch Fragen an Raoul? Hier. Gut, dann habe ich eine Frage, die ich mal hier habe. Wenn du CIO eines großen Konzerns wärst, was wären deine drei Top-Punkte? Also, mein erster Top-Punkt wäre, also provokant gesagt, würde ich mich erstmal selbst rausschmeißen und jemanden einstellen, der von außerhalb der Industrie kommt. Warum? Ja, man braucht Fachwissen, aber ich glaube, wir kochen zu viel in der eigenen Suppe, wechseln von Versicherer zu Versicherer. Kann ich individuell verstehen. Herzlichen Glückwunsch zu jedem. Aber wir brauchen Impulse von außen. Ich bin ab und zu, keine Ahnung, freuen wir uns alle, dass Antragsstrecken plötzlich online gestellt werden mit irgendwelchen Dropdown-Masken. Jemand von außen wäre mir aufgefallen, dass eigentlich wir schon seit 5 Jahren alles im Bereich Chatbots machen und eigentlich müsste jetzt Voice vorbereitet werden. Und diese Dropdown-Menüs im Antragsstreckenbereich online, das ist gefühlt von 1984.
Und das passiert aber, wenn im Raum irgendwie keiner ist, der mal woanders gearbeitet hat. Also ich würde mich selbst rausschmeißen, ich würde die Hälfte der Belegschaft würde ich erneuern, ich würde echt massiv Leute von außen holen. Ich glaube, der Kulturwandel, es wurde schon gesagt, das ist das Schwierigste, was man machen kann, aber ich würde meine Leute auf die ganze Welt schicken. Ich würde aber auch quasi nicht nur der Führungskraft XY mit meinem Bereichsleiter nach Berlin fahren und irgendwie ein lustiges Start-up-Reise machen, sondern mit den ganz normalen Mitarbeitern und Kollegen und das Unternehmen öffnen. Ich würde Veranstaltungen massiv intern machen, auch nicht nur zu Versicherungsthemen, sondern zu anderen Sachen. Also ich würde echt sozusagen mit der Brechstange versuchen, meinen Bereich zu öffnen, sowohl Leute einstellen als auch sozusagen kommunikativ und versuchen, so viel Input wie möglich zu kriegen. Heißt ja nicht, dass wenn man was von außen hört, dass man das alles immer machen muss. In vielen Fällen ist das, was wir machen, ja gar nicht mehr so schlecht. Aber es geht darum, dass sich überhaupt mal sich damit zu konfrontieren. Hey guys, it would help us a lot if you could hit the subscribe button down there and to make us also grow here on YouTube. Thank you very much.